Am Samstag steigt Tyson Fury nach seiner dreijährigen Pause zum zweiten Mal wieder in den Ring und trifft dabei auf den Deutsch-Italiener Francesco Pianeta. Erst im Juni boxte Fury gegen den Albaner Sefa Zefiri und besiegte diesen klar. Allerdings keineswegs, weil Fury eine grandiose Leistung auf die Bretter brachte, sondern schlichtweg, weil Zefiri eher Sparringspartner-Niveau hatte. Doch ist sein jetziger Gegner dem Gypsy King gewachsen? Francesco Pianeta ist 33 Jahre alt und gab sein Profidebüt bereits im Jahre 2005 und kann somit auf eine Erfahrung von 13 aktiven Profijahren aufbauen. Mit 1,96 Meter ist er ungefähr 10 cm kleiner als Fury und hat dementsprechend auch eine kürzere Reichweite im Ring. In seiner bisherigen Karriere boxte der Deutsch-Italiener meist gegen unbekanntere Athleten und erzielte insgesamt einen Kampfrekord von 35 Siegen, 4 Niederlagen und einem Unentschieden bei einer überschaubaren K.O.-Quote von 53%. Pianeta boxte auch bereits zweimal um einen WM-Titel, hatte jedoch beide Male gegen Wladimir Klitschko 2013 und Ruslan Chagaev 2015 keinen Erfolg. Auch seine letzten Kämpfe zeigten, dass Pianeta noch ein wenig Arbeit vor sich hat, wenn es für ihn noch einmal um einen WM-Titel gehen soll. Mit dieser Arbeit will er gegen Gypsy King anfangen, um vielleicht zum ersten Mal in seiner Karriere einen der großen Boxer zu besiegen. Doch Tyson Fury hat sicherlich andere Pläne, denn er befindet sich eindeutig wieder auf dem Weg in die Spitze des Schwergewichts. Nach 3 Jahren Ringpause kehrte er mit Hilfe eines neuen Trainers und mit deutlich weniger Gewicht zurück. Daran hat sein 3 Jahre jüngerer Trainer Ben Davison einen gehörigen Anteil. Er stellte die Ernährung und das Training von Fury komplett auf den Kopf und entfachte in Fury seine alte Liebe zum Boxen. Mehr zu diesem Julian Nagelsmann des Boxens und dem Weg von Fury in die Weltspitze liest ihr nur in unserer aktuellen Ausgabe. Mit 26 Siegen aus 26 Kämpfen ist Tyson Fury bisher noch ungeschlagen. Und es ist davon auszugehen, dass er alles daran setzen wird, dass dies auch gegen Pianeta so bleiben wird. Doch nach seinem unrühmlichen Abschied nach dem glorreichen Sieg über Wladimir Klitschko ist es fraglich, in welcher Form sich Fury befindet und ob er schon wieder ein ernsthafter Anwärter auf einen WM-Kampf gegen Anthony Joshua oder Deontay Wilder ist. Der Kampf gegen Zefiri konnte kaum Erkenntnisse liefern, ob Fury sich auf dem Weg zu seiner alten Stärke befindet. Dementsprechend wird der Kampf gegen Francesco Pianeta besonders für Fury wegweisend und gleichzeitig ist es die Möglichkeit für den Gypsy King, ein Zeichen an die Weltspitze zu senden. Doch auch für Pianeta ist es ein richtungsweisender Kampf. Ist er noch in der Lage, sich mit den Großen des Business zu messen und auf einen möglichen WM-Fight hinzuarbeiten? Uns erwartet also ein sehr spannender Kampf, der für beide Boxer je nach Ausgang richtungsweisend sein kann. Durch seine größere Erfahrung auch gegen starke Gegner sehen wir Fury in diesem Kampf vorne. Aber was denkt ihr? Wer wird den Kampf für sich entscheiden und schafft Pianeta mit einem Sieg vielleicht das, was Klitschko 2015 nicht gelang? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare. Wir haben zusätzlich für euch noch eine klasse Abo-Aktion am Start. Wenn ihr jetzt Boxsport für mindestens ein Jahr abonniert, dann gibt es von uns als Prämie diese exklusiv signierten Boxhandschuhe von Henry Maske dazu. Schlagt schnell zu und empfehlt uns gerne weiter, um euch diese Prämie zu sichern. Mehr dazu erfahrt ihr unter www.box-sport.de.